fehlt eine. Eine Henne führt schon ihre kleine Brut über den Hof. Ule, Ule, Ule. Wie, 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 wie. Urs füttert sie separat. Na wie, wa? Na wie. Ha? Na, so ruft die Kleine, das Futter ist. Und dann tut sie auch vorpicken, oder? Und die Kleinen machen das genau noch. Das haben wir jetzt auch bei den Kügel gesehen. Es ist eben schon ein Unterschied, ob die kleinen Tierchen das von der Mutter lernen oder nicht. Beim alten Kügel, den wir hatten, der kommt so aus einem so Kunstbrot oder so von mir, ja, so einem Spitzenzüchter. Und der hat, wenn der Raubvogel rumgeflogen ist, ist er nicht vor die Hühner hergestanden und hat seine Herde bewacht oder so. Sondern der war wahrscheinlich jeder Erste, der verschwunden ist. Auf jeden Fall haben wir auch ein paar Hühner verloren. Und jetzt haben wir wieder zwei Kügel, die aus einem natürlichen Gehege kommen, die wirklich von den Eltern gelernt haben, wenn oben etwas rumfliegt oder irgendetwas gefährlich ist, ist Alarm. Und dann wird vorne hergestanden und bewacht. Und das machen die zwei gut, weil seit wir die zwei haben, haben wir noch einmal einen Angriff gehabt von einem Mäusebussard. Ja. Und der muss irgendwie, wir haben es nicht gesehen, es sind Federn rum, aber der muss abgelockt worden sein von der. Ja. Kann man schon sehen, wie viele Hennen und wie viele Gockel dabei sind? Nein, ich sehe das nicht. Wir sehen es erst, wenn es entweder anfangen zu krähen oder am Streiten. Die streiten, sind meistens Kügel und sind auch etwas grösser. Sie wachsen schon etwas schnell. Und sie kämpfen. Sie fangen früh an, kämpfen miteinander. Aber ja, dann bist du noch nicht sicher, dann warten wir, bis sie krähen und nachher wissen wir es. Ah, wenn sie krähen, dann ist es sicher. Jetzt kommt noch eine Braune dazu. Die sind schon gleich alle verwandt, auch wenn sie verschiedene Farben haben. Unter den Appenzellern gibt's weißgetupfte und rotgetupfte. Die Hähne können auch schwarz sein, weiß oder rot-golden. Die Appenzeller sind wachsam, sehr lebhaft und können gut fliegen. Weil sie statt des Kammes nur zwei kleine Hörnchen haben und keine großen Kehllappen, die bei großer Kälte erfrieren könnten, trotzen sie auch den grimmigsten Temperaturen. Wie lange sitzt ihr jetzt? In einer Woche sollten die Kleinen kommen. Das schreiben wir immer auf. Und das stimmt also genau. Und lustigerweise können alle miteinander, auch wenn es ungleich alte Eier sind. Aha. Und wie viele Eier hast du unter? 9. Bei uns gibt es eine Regel, wir sagen immer, wir müssen eine ungerade Zahl, 7 oder 9 oder halt nur 5. Das andere sagt man einfach, bringt nicht Glück. Und das Huhn muss auch viel wissen. Ein, zwei Tage scheinbar, bevor sie reif sind, tut sie die Eier ja nicht mehr kehren. Weil wenn sie die Eier noch kehren würden, würden die Biberli, die schon schnaufen, im Totterrennen vertrinken, oder? Und das machen die, das müssen die alles richtig machen, sonst klappt es nicht. Also das Risiko, dass das so Brut klingt, ist einfach, ist immer schön. Das ist nicht immer selbstverständlich und das sieht man gerade dann, wenn man es selber probiert, oder? Alle meinen, das ist einfach, aber das ist eine Leistung. Es ist jedes Mal ein Wunder und es ist jedes Mal so schön, wenn die wieder ein paar Kleine unter den Federn führen gucken. Ja. Das ist herrlich. Die ganze Familie hat einmal Freude. Ja. Ich bewundere die Hühner, ich muss sagen. Ich finde die Leistung wirklich. Die wissen schon, was die macht da unten.
die sind eifersüchtig. Ja, ja, ganz sicher, die wissen schon, was die machen. Oh. Oh, jetzt können wir dann schlafen. Es ist Herbst am Geimberg. Das Heu ist im Stadel, die schwere Feldarbeit ist getan. Das Gras, das jetzt noch in den Wiesen wächst, dürfen die Kühe fressen. Uli. Leider, sagt Anna Gomik, sind aus vielen Küken Hähne geworden. Einige konnte sie verkaufen, andere sind im Kochtopf gelandet, die übrigen stolzieren noch hier herum. Ja, da drinnen sitzt er. Der Bursche, da sitzt er. Der schönste von allen, ein sehr seltener Blauer, versteckt sich gern im Mais. Ein Rassenzüchter würde ihn gern haben. Zweimal war er schon hier, um ihn mitzunehmen. Aber der schöne blaue Hahn war jedes Mal verschwunden. Erst am Abend, als der Züchter fort war, hat er sich wieder am Futtertrog gezeigt. Na, der hat so schöne goldene Federlen, so einzelne obendrauf. Aber sonst voll schön blau, sagen sie. Ja, das ja, ist auch ja, Silber. Nicht? Ja. Für mich ist er Silber. Ja. Aber mir gefällt er. Und da hinten ist er wieder heller. Die Flut da ist wieder, der Emding ist wieder heller. Gell? Ja. Fast ein bisschen gesperrt. Ja. Schau gerade der Bolt aus. Ja. Ein bisschen ein starker Kerl wäre es eigentlich. Ja? Wenn er noch groß ist und ausgewachsen. Ja. Dann wird es wohl ein bisschen hören, ja. Anna hat neben der schweren Arbeit am Hof 9 Kinder großgezogen. Jetzt ist sie 6-fache Großmutter. Der Mozart! Oila! Weh! Jesus, du hast Form. Weh? Der schläft. Weh? Weh? Oh, schlafen wie ein Stock. Weh, der hat gerade geträumt. Weh. Und die Hennen sind schön gewachsen, gell, die Jungen? Das hat wunderbar geklappt, ja, das ist gut gekommen. Und sind es wenig Hähne, oder? Also, wir haben Glück gehabt. Wir haben von den 5 sein. Einer ist ein Hahn gewesen und den haben wir schon weitergeben können. Und die anderen 4 sind Bullen, also Hühner geworden. Die behalten wir und das ist gerade so ideal. Das ist gerade so der Verlust, den wir haben. 4 neue und 4 verlieren wir pro Jahr auf die 20 Stück. Oder altershalber oder eben wegen dem Habicht. Oder Urs hat den jungen Hühnern gelbe Ringlein angelegt. Jeder Jahrgang bekommt Ringlein in einer anderen Farbe. Du Urs, was bedeutet denn die Henne so für die Ökonomie von dem Hof? Es ist ein Schaufenster für die Landwirtschaft, oder? Wir verkaufen ja Käse, Ziegenkäse. Und viele Leute, die hier vorbeikommen, kommen mit uns ins Gespräch wegen der Hühner, weil sie nicht viel so Hühner gesehen und weil man überhaupt Hühner nicht mehr so viel frei sieht rumlaufen, oder? Und dann sehen sie, dass wir ja noch Käse haben und so und nachher ist schon wieder ein Käslein verkauft. Oder? Na, jetzt ist er verwacht. Also. Am meisten getan hat sich in Südtirol bei der alten Schmiede am Tschöckelberg. Die Neutiroler sind in großer Zahl geschlüpft und prächtig gediehen. Aber sind sie auch alle so, wie der Kurt und seine Kollegen sie sich vorgestellt haben? Das ist ein Kicker. Das ist ein Kickerle, ja. Ja, freilich.
Und der ist schon ziemlich so wie es ein. Der entspricht ziemlich in unseren Vorstellungen. Eine schöne Haube nach vorne. Ja. Fast keine Taillappen. Mhm. Da als. Statt ein Kamm, ganz, ganz kleine Hörner. Und was besonders interessant ist, ist in seinem Gehäuse bei der Bewertung aufgefallen, das blau-weiße Ohr. Mhm. Das die Appenzeller alle haben und die Paduaner Spitzhauben, das heißt die Pulveras, haben ein rotes Ohr. Mhm. Der Bart ist ein zweites Element, das auch typisch für die Spitzhauben ist. Und ein schöner Bart wertet natürlich auch den Vogel jetzt für uns, für die Zucht, entsprechend gut auf. Mhm. Also da haben wir jetzt ein Weibchen, eine Henne, gold-schwarzes Punkt. Die hat relativ wenig Bart und ähnelt vom äußeren Typus eigentlich hauptsächlich der Appenzeller Spitzhaube. Mhm. Also wenn ein Tadel da wäre, dann wäre es fast wenig Bart. Ein bisschen wenig Bart. Ja. Es hat relativ wenig Bart oder fast keinen Bart. Ja, sind wir aufgeregt. Das ist auch schöner. Das ist einfach schön, aber er fällt aus. Ich krieg keine Ringele. Mhm. Haube nach hinten. Ja, keine Lebensversicherung. Ja, die Haube zumindest nicht nach vorne. Das heißt, der Großteil der Haube zurückgerichtet. Aha. Zurückgerichtet. Und die Spitzhaube Kerzengrad nach oben. Aha. Was relativ schön hat, sind die Hörnchen. Ja. Und die kleinen Lappen. Auch ein Hahn mit eigentlich sehr schönem Gefieder. Aber zu wenig, kein Bart, oder? Überhaupt kein Bart, fast ein nacktes Gesicht. Entspricht nicht unserem Typus. Aha. Wie viel Prozent entsprechen euren Vorstellungen? Und meist Prozent haben wir noch keine gerechnet. Ja. Bei den Hähnen sind wir eher strenger. Aha. Bei den Hennen eher toleranter, damit man Population aufbauen. Ja. Das heißt, das sind vielleicht 25-30% weggefallen. Weggefallen. Mhm. Aber mehr als 50% ist gut. Ja, ja, ja. Okay. Ist das ein Hennele? Das ist ein Hennele, ja. Mit einem schönen Sprenkelzeichner. Mit der bin ich schon zufrieden. Mit der bin ich ganz zufrieden. Vor allem, das ist der einzige von 120 Tieren ungefähr, die wir haben, und fast 150 Tieren in der Farbe. Hast du eine Erklärung dafür? Es gibt momentan keine Erklärung. Ja. Auch weißer Hahn, weiße Henne gibt schwarze Küken. Ja. Zu 95%. Ja. Und ist sie eine Ausnahme? Das ist eine Ausnahmetier, ja. Boah, ist das schön. Gell? So, jetzt. Das Tier hat jetzt im Vergleich zu den anderen eine relativ starke Spitzhaube. Das Merkmal der nach vorne gerichteten Stirnfedern ist gegeben. Auch der Bart wunderbar. Aha. Und hinter dem Bart das blaue Ohrläppchen. Aha. Das ist eigentlich auch ein Merkmal, das in dem Fall jetzt von den Appenzeller Spitzhauben mitgenommen hat. Und mitbekommen hat. Die haben so schöne Augen, gell? Dunkle Augen. Mhm. Ganz schön. Weil oft haben die Hennen so rote Augen, die meisten. Ja, ja. Das ist der hellbraun, gell? Das ist der Kastanienbraun.